Hallo Krebs, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für diese Woche für dich steht, ja? Schauen wir mal zusammen. Hinteren Deck haben wir der Gehängter. Der Gehängter, eine interessante Energie, einen großen Arkana, eine sehr spirituelle Karte, Krebs. Und hier habe ich ein Gefühl von Nachdenken, ja. Also man nimmt eine Zeit zum Nachdenken. Ich ziehe mich zurück und ich denke über eine bestimmte Situation nach. Krebs, diese Karte deutet schon auf Veränderungen, ja. Also der Gehängte, Sternzeichen Fische bei dir, präsent hier, aber vielleicht einen Stillstand oder gar keine Kommunikation zu einer Person. Es gibt schon hier eine Stille, eine Zeit, die man sich einfach nimmt, weil man hier irgendwie, es gibt hier sogar eine Erleuchtung in dieser Karte zu spüren. Die Träume sind momentan auch sehr wichtig. Vielleicht hast du, träumst du auch viel mehr als sonst. Oder also achte tatsächlich auf deine Träume. Und diese Karte ist wirklich eine sehr spirituelle Karte. Der Gehängter deutet schon auf Veränderungen, wie gesagt, ja. Tatsächlich. Genau. Und irgendwie ist diese Karte da für dich, für diese Woche? Schau mal bitte hier. Also die Karte, die Liebenden, drei der Schwerter und der Gehängter. Sternzeichen Zwilling bei dir zu sehen, aber Wassermann nämlich auch und Waage. Luftelement bei dir sehr präsent. Ich sehe hier eine komplizierte Situation, was mit vielleicht für manche mit einer Dreierbeziehung zu tun hat. Ja? Die Karte, die Liebenden und drei der Schwerter. Und hier zeigt sich aber eine Heilung irgendwie. Man heilt diese Situation hier. Schau mal bitte, was wir hier haben. Die Karte der Stern, die Karte der König der Schwerter und sieben der Kelche. Also Sternzeichen Wassermann, wie du siehst, Zwilling oder Waage. Luftelement präsent. Aber Sternzeichen Fische, sehr präsent bei dir auch. Es gibt hier schon eine interessante Situation. Die Karte der Stern spricht ja für ein Gefühl von Heilung. Ja? Über Heilung habe ich jetzt gerade gesprochen. Ich spüre schon ein Gefühl von Loslassen. Ich lasse einfach los. Was bis jetzt ist eine sehr positive Energie, muss ich dir schon sagen. Ist eine positive Energie, weil ich spüre hier ein Gefühl eine totale, also voller Akzeptanz für die Vergangenheit. Voller Akzeptanz einfach. Wie ich immer sage, sich nicht tausenden Fragen stellen zu müssen. Die Situation ist einfach so geschehen, ja. Einfach die Vergangenheit akzeptieren, damit man die ja auch abschließen kann. Ja. Sonst will man die Vergangenheit mit sich weiterhin in der Zukunft mit sich schleppen, oder? Weil das ist die Situation, ja. Also es ist hier eine positive Energie, was ich hier habe, wenn ich dir ehrlich bin. Ich spüre hier schon eine neue Situation in deinem Leben irgendwie. Ich sehe hier einen klaren Kopf, also einen totalen klaren Kopf sehe ich hier.
und Träume, die man natürlich hat. Ich sehe hier eine Person, die irgendwie jetzt neu, also jetzt wieder anfängt, Träume zu haben oder zu, wie sage ich, überhaupt interessant, ja. Über Träume rede ich auch die ganze Zeit vorher. Also es gibt jetzt ein starkes Gefühl von Träumen, von Wünsche, Wünsche, die ich habe, Wünsche, die an den ich mich jetzt fokussiere, ja. Es ist sehr, sehr interessant. Ich habe hier sehr stark Sternzeichen Fische bei dir. Sehr stark sogar. Und ja, die Träume bei dir sind sehr präsent. Sehr stark. Ja. Ich sehe hier eine interessante Situation. Wie gesagt, ich sehe mehrere Sachen bei dir. Also mehrere Situationen, die du erledigen musst. Mehrere Sachen, die du in deinem Kopf hast, die du machen möchtest, mehrere Wünsche, mehrere. Also ich spüre hier ein Gefühl von, du hast vieles, viele Sachen zu tun, vieles hast du vor, Sachen, die du machen möchtest, irgendwie ein Gefühl hier von organisieren. Ich organisiere jetzt meine Gedanken tatsächlich. Also ich organisiere meine Gedanken. Ja, ich gebe Ordnung in dem, was ich denke und dem, was ich machen möchte. Ich fange jetzt an, Grenzen zu setzen in dem, was bis jetzt geschehen ist. Ich setze Grenzen. Ich befreie mich von dem, was es mal war und ich fokussiere mich in dem, was ich jetzt ab jetzt möchte. Es gibt hier ein positives Gefühl, ja, muss ich dir schon sagen. Du siehst ja, Sternzeichen Wassermann ist bei dir hier präsent, ja, aber ziemlich sogar. Sternzeichen Zwilling und Waage, wie ich dir gesagt habe. Natürlich sehe ich hier eine komplizierte Situation hier mit dieser Karte, die Liebenden und drei der Schwerter. Man sieht schon hier eine dritte Person oder eine Dreierbeziehung. Diesen Treubruch sieht man schon hier. Aber wenn ich dir ehrlich bin, wie gesagt, ich sehe hier schon eine Heilung. Eine Heilung. Ich sehe hier so eine Situation. Du siehst ja, diesen Mensch hier gibt auch den Rücken zu diesem König der Schwerter. Ich fokussiere mich jetzt in dem, was ich für mich möchte, in meine Zukunft, ja, in meine Wünsche. Ich habe vieles vor und ich möchte mit der Vergangenheit bin ich schon. Lasse los, natürlich. Augenblick bitte, Krebs. Mein Gott, was für Karten. Wow, qué fuerte. Also, Ritter der Münzen. Ich sehe hier eine langsame Energie, aber sicher. Der Ritter der Münzen ist sehr langsam. Wegen die Gründe. Es kann möglich sein, dass ich hier eine geografische Distanz habe, zum Beispiel. Oder irgendwie andere Gründe da sind. Das kann sogar mit Arbeit zu tun haben. Ja, hier sehe ich Münzen. Also ich sehe schon Geld. Aber natürlich sehe ich Geld. Zeige ich dir gleich eine Sache. Mein Gott. Also ich spüre hier eine starke materielle Situation, sehr materiell gerade. Interessant, diese drei Karten habe ich bei Sternzeichen Löwe gehabt. Ja? Tatsächlich. Eine starke materielle Situation ist hier zu spüren. Schau mal bitte hier, jetzt Krebs in der Mitte für deine Legung und das ist tatsächlich nicht normal. Ja? Also ich rede über viel Reichhaltigkeit bei dir. Ich rede über viel Geld. Das kann für dich, da wir für verschiedene Situationen reden, für manche kann das hier für einen neuen Projekt reden oder eine bessere Position in deiner Arbeit, wo du jetzt bist. Einen neuen Kompromiss zum Beispiel, eine neue Person in deinem Leben. Ja, einen Umzug. Genau.
Oder sonst, wie gesagt, Geld, was du bekommst, was du erwartest, den Verkauf von einem Eigentum. Diese Karte ist sehr positiv, spricht auch für eine Verlobung. Also diese Ass der Münzen ist nicht nur, wird nicht für, nur für die Liebe jetzt gesprochen, sondern generell in deinem Leben. Das ist eine sehr positive Karte in der Mitte für die Legung, für diese letzte Woche August. Ja, es spricht für eine neue Möglichkeit in deinem Leben, eine neue Situation, eine neue Möglichkeit, etwas, ja, etwas gibt, also hier sehe ich Geld tatsächlich, sehe ich wirklich viel Geld, ja? Was du vielleicht schon erwartet hast, was du bekommst, vielleicht durch die Arbeit, vielleicht durch irgendwie einen Kredit, was du von der Bank jetzt, irgendwie Geld sehe ich hier, sehr viel Geld sogar. Sehr sogar, ja. Eine positive, interessante Karte. Für mich spricht das hier für neue Anfänge. Neue Anfänge. Ja. Und tatsächlich, man irgendwie eine Situation, man beendet eine Situation und man fängt was Neues an. Eine Situation, die vielleicht kompliziert war. Eine neue Situation. Also ich spüre hier schon, man hat wirklich Wünsche jetzt. Man ist motiviert, ja. Diese Veränderung hier bei dir, es gibt hier eine Veränderung. Ich spüre hier schon eine Veränderung. Und diese Veränderung für dich ist sehr positiv, weil du hast jetzt mehr Wünsche, mehr Motivation für die Zukunft. Du hast viele Sachen, an denen du denkst, an denen du träumst. Irgendwie das Gefühl hier ist, ich kann jetzt tatsächlich das machen, was ich mir wünsche. Ich kann das machen, was ich möchte. Du bekommst hier eine Erleuchtung. Ja? Also ich sehe schon einen klaren Kopf, ja? Sonst andersrum würde ich dir sagen, sei vorsichtig mit dieser Karte. Ich meine, andersrum würde ich dir sagen, sei vorsichtig mit dieser Karte, weil manchmal man lebt in einer Illusion, eine Illusion, die nicht mit der Wahrheit zu tun hat. Sondern man steckt irgendwie fest in diese Illusion, in diese Träume und irgendwie man bleibt da. Aber ich sehe hier ja die Karte der Sterne und der König der Schwerter. Ich meine, und dann noch Ass der Schwerter. Ich spüre hier deutlich einen klaren Kopf. Ich sehe nicht, dass du jetzt träumst und einfach da bleibst. Ich denke, du triffst hier auch eine Entscheidung für dich. Und das ist diese Erleuchtung, dieses Gefühl von, ja, ich denke, du triffst hier eine Entscheidung für dich über eine bestimmte Situation. Schau mal bitte hier, Krebs, schau mal das hier. Ass der Schwerter, Ass der Münzen und die Karte die Welt. Also ich spüre hier einen neuen Zyklus in deinem Leben. Einen totalen neuen Zyklus. Ich sehe wichtige Kommunikation, so überhaupt. Ich sehe hier viel Kommunikation über Internet. Eine Situation für dich, die vielleicht mit der Arbeit auch zu tun hat, viel zu tun hat. Und sonst spricht das auch für eine Person, du musst schauen. Oder vielleicht eine Person, die irgendwie eine Verbindung gibt hier mit der Arbeit. Ja? Aber es gibt hier viel Kommunikation über Internet. Ich sehe natürlich eine geografische Distanz hier. Aber diese Kommunikation über Internet ist da. Ich rede über neue Anfänge für dich, egal in welchem Bereich in deinem Leben. Ja? Ich sehe hier einen Schluss, sehr wahrscheinlich für manche, einen Schluss mit der vorherigen Arbeitgeber zum Beispiel, eine Kündigung irgendwie. Oder sonst, wenn wir hier jetzt über Familie reden, ich sehe hier sogar für manche eine Scheidung oder eine Trennung. Ja? Es kommt auf deine Situation drauf an. Weil du siehst ja, ich habe Schwerter, ich habe Münzen. Also ich spüre hier irgendwie eine starke Situation für dich. Ich sehe hier natürlich juristische Kommunikation auch
oder solche Kommunikation, die dich befreit von einer bestimmten Situation. Es gibt hier schon eine Befreiung und es gibt hier neue Anfänge mit viel Erfolg. Das ist das Wort. Ich sehe hier Erfolg. Wahnsinn. Also ich sage es dir, es ist eine wirklich sehr positive Sache, was ich hier habe für dich. Ich kann es, mir fehlen einfach die Worte, aber das deutet schon für wirklich ein neues Leben, einen neuen Zyklus. Tatsächlich, schau mal bitte hier. Krebs, ich weiß nicht, was du gerade machst. Ja? Also was du gerade machst, weiß ich nicht. Aber die Situation hier zeigt sich positiv. Ja? Und nur für die Menschen, die daran auch glauben. Klar, also die Energie zeigt sich, die Energie ist zur Verfügung da, aber nicht gleichzeitig für uns allen, weil klar, wir bewegen uns allen in verschiedenen Zeiten. Wir sind nicht alle so weit. Wir haben ja nicht alle das gleiche Leben. Von da aus spricht für manche schneller. Also für manche nimmt etwas mehr Zeit. Es kommt drauf an. Also ja. Aber schau mal bitte hier, 10. Stäbe, Ast der Schwerter und die Karte der Stern. Ich spüre hier einen totalen neuen Anfang, eine Situation, die du beendest irgendwie, die für dich sich mehr als eine Last gefühlt hat. Eine Situation, die sehr lang in der Zeit für dich jetzt gegangen ist, sehr kompliziert war. Eine Opferung für manche. Man sieht hier eine Opferung, aber es gibt hier einen Schluss. Eine Ende, eine Trennung, eine Scheidung, eine Kündigung, wie du das nennen möchtest. Eine Situation schließt man schon. Eine Befreiung spürt man hier. Und dein Schicksal ist hier sehr präsent. Ja? Ich würde sagen, wir reden auch hier über eine Führung. Es ist sehr präsent hier bei dir. Ja. Sehr, sehr präsent. Ich spüre hier eine sehr positive Situation. Muss ich dir schon sagen, überhaupt, du siehst ja, also Krebs, ich meine, wenn du tatsächlich vielleicht noch mit einer juristischen Kommunikation erwartest, irgendwie, es gibt hier diese starke Kommunikation auch, was mit Bürokratie oder, ja, oder ich meine jetzt Dokumentation und solche Sachen zu tun hat, ja. Es ist sehr, sehr, es gibt hier dieses, diese Klarheit, diese Situation, die ans Licht kommt, eine Situation, die sich löst. Es gibt hier eine Lösung von einem Problem, eine Lösung und eine Verbesserung deiner Situation. Ich sehe hier viel Gesundheit, ja. Und viel Gesundheit, viele Wünsche. Also man ist so motiviert, dass man wirklich vieles vorhat jetzt. Man hat vieles vor. Schau mal bitte hier, Krebs. Also eine Königin der Kelche, die Karte die Welt und 7 der Kelche. Wie du siehst, Sternzeichen Fische ist bei dir sehr präsent. Ja, es kann natürlich Krebs wie du sein oder Skorpion. Ich würde sagen, vielleicht eine geografische Distanz zu dieser Person. Aber man spürt hier, die Emotionen sind hier zu spüren. Ja, Emotionen. Ich meine, genau, die Emotionen sind da. Krebs, diese Karte, diese 7. Kelche ist für mich ein bisschen konfus, wenn ich dir ehrlich bin. Ein bisschen konfus, ein bisschen durcheinander. Den Rest der Karten deuten eine perfekte Situation. Also den Rest der Karten deuten auf, wirklich auf eine perfekte Situation. Von ein Gefühl von neue Anfänge, von Klarheit, von klarem Kopf und irgendwie einen neuen Zyklus für dich. Ja? Auf jeden Fall eine Erleuchtung. Die Sache ist diese Karte. Du musst schauen, wie die Karte für dich direkt spricht. Ja, die Situationen sind verschieden. Ich weiß ja nicht, wie deine Situation ist. Diese Karte spricht sehr viel für Sternzeichen Fische. Aber diese Karte ist nicht immer zu sehr positiv. Das ist die einzige Karte, die mich hier stört. Die einzige.
weil ein bisschen durcheinander ist. Denn man hat hier auch vieles in der Luft, aber nicht richtiges in der Hand. Ist irgendwie eine Karte, die viel mehr für Illusion dasteht. Ja, deswegen muss man schauen. Spricht das für dich für Träume, die du hast? Träume, die du tatsächlich hast? Aber die, ich meine, bleibst du dabei in diesen Träumen? Ja? Oder spricht das für dich für eine Entscheidung, die du treffen möchtest, weil halt du mehrere Optionen hast? Du hast mehrere Optionen, mehrere Situationen zum Auszuwählen. Vielleicht sogar was mit Arbeit zu tun hat. Du hast verschiedene Möglichkeiten, was mit Arbeitsstellen oder, ja, oder halt andere Optionen in Bezug Personen. Keine Ahnung. Am Ende Menschen sind ja keine Optionen. Ja? Menschen sind ja eine Entscheidung. Man entscheidet sich für eine Person. Aber Menschen sollten keine Option sein. Diese Karte stört mich. Das muss ich dir schon sagen. Und ist die einzige Karte, die mich stört. Deswegen, also der Rest der Karten scheint positiv zu sein, aber diese Karte stört mich. Weil es kann schon möglich sein, dass man hier irgendwie vom lauter Sachen, vom lauter Situationen, irgendwie in diesem Traum, in dieser Illusion bleibt und am Ende nichts Richtiges dabei kommt. Oder dass man nicht in einer Realität bleiben kann. Ja, ist das real, was ich hier habe? Kann das, ja, spricht das für eine Realität in meinem Leben, für eine Wahrheit? Oder träume ich tatsächlich nur? Gerade sehe ich die Nummer 222 in meine Uhr. Krebs, Augenblick bitte. Deine Legung ist sowas für positiv, muss ich dir schon sagen. Die einzige Karte, die mich stört, ist diese 7, die Kelche. Stört mich schon sehr. Also nochmals kam ein Ritter. Nochmals kam ein Ritter der Münzen. Also irgendwie, es ist eine Karte, die für dich dann heißt, du hast schon einen Traum. Also du hast schon irgendwie einen Traum. Einen Traum, der vielleicht Zeit nimmt. Es nimmt Zeit. Wegen irgendeinem Grund nimmt hier diese Situation Zeit. Vielleicht nochmals, weil hier eine geografische Distanz gibt. Aber ist eine stabile Situation, also man meint es ernst hier, ja? Puppe der Kelche. Puppe der Kelche. Nochmals, habe ich hier Kinder für manche? Sonst gibt es hier einen Altersunterschied, ja? Sonst sehe ich hier einen Altersunterschied zu einer Person? Hier habe ich eine Situation, wo man sich tatsächlich irgendwie zwei Menschen, die sich auch anschauen. Krebs, ich habe hier zwei, irgendwie vielleicht zwei Energien. Ein Puppe der Kelche und einen Ritter der Münzen. Eine Person hat mehr Stabilität und die andere Person ist mehr aus Spaß da. Eine jüngere Energie, die mehr Spaß haben möchte. Diese Person in Wirklichkeit ist noch nicht reif für einen Kompromiss. Aber diesen Ritter der Münzen, ja. Weißt du, was ich meine? Den Ritter der Münzen ist für einen Kompromiss etwas mehr bereit, aber nimmt Zeit. Der Puppe der Kelche ist für einen ernsten Kompromiss nicht bereit. Also für, ja, ich sehe schon Optionen bei dir. Man sieht schon Optionen. Man sieht schon hier schon zumindest zwei Energien. Und eine Situation, wo du nachdenken möchtest, gibt es hier auch. Man möchte hier Veränderungen. Ich spüre hier diese Situation. Ich spüre hier diese zwei verschiedenen Situationen. Ist interessant, weil vorher hatte ich den Ritter der Münzen mit Puppe der Münzen. Und jetzt kam nämlich
Ritter der Münze nochmals mit einer Puppe der Kirche. Also tatsächlich sehe ich hier Kompetenzen oder mehrere Menschen, ja? Das sieht man hier. Dass man hier eine Entscheidung treffen muss, aber man möchte sicher sein. Ich möchte sicher sein, was ich mache, bevor ich hier eine Entscheidung treffe. Ja, also man möchte schon sicher sein, man hat schon eine Enttäuschung hinter sich gehabt. Man möchte jetzt sicher sein, was man macht, ja. Aber nochmals, ich spüre hier eine starke Situation bei dir. Eine starke Mischung von Karten gibt es hier. Ich spüre schon hier, dass du mit einer Vergangenheit, loslassen möchtest. Das sehe ich sehr deutlich sogar. Dass du sogar daran arbeitest, dieses Loslassen, ja. Aber du, deine Zweifel sind in dieser Karte noch sehr präsent, Krebs, ja. Das ist eine Sache, die du mit dir selbst arbeiten musst. Das ist sehr wichtig. Weil man kann nur eine neue Situation anfangen, einen neuen Kompromiss anfangen, wenn man sicher ist und kein Zweifel hat, ja. Man kann dann nicht vergleichen, ja. Ich kann nicht dann eine neue Beziehung anfangen, einen neuen Kompromiss, nur damit ich nicht allein bin, ja, nur damit ich Gesellschaft habe. Und dann, wenn das halt manche Sachen mir nicht passt, fange ich an zu vergleichen, ja. Also wie ist er und wie war mein Ex zum Beispiel. Dieses Vergleichen ist dann nicht schön. Deswegen, diese Karte ist tatsächlich noch eine Karte, die mir sagt, man braucht hier tatsächlich noch mehr Zeit. Man sollte hier sich Zeit nehmen und keine Entscheidung treffen, bis man wirklich nicht hundertprozentig sicher ist. Das sagt nämlich auch die Karte der Gehängter. Deswegen ist die Karte der Gehängter. Also du möchtest gar keine Entscheidung treffen, bis du nicht hundertprozentig sicher bist in dem, was du möchtest. Und das finde ich richtig, ja. Das finde ich tatsächlich richtig, weil sonst gibt es hier keine Reife, sondern mehr ein Gefühl von, ich möchte halt nicht allein sein, Also du merkst ja, Krebs, wie ich halt mit der Energie so komme, ja. Also du hast gesehen, welche Karten ich hier habe. Du hast gesehen, wie positiv deine Energie ist. Die Energie, die sich für dich zur Verfügung stellt, ist sehr positiv sogar. Man musste hier nur halt aufpassen mit diesem Träumen oder in diesem Traum zu bleiben, die mit der Realität nichts zu tun hat. Und wenn man sagt, okay, hier brauche ich natürlich mehr Zeit, nehme ich mir einfach die Zeit. Oder wenn ich sage, ich werde halt nichts machen, keine Handlung machen, ich werde jetzt für mich einfach sein und einfach die Zeit nehmen, genau. Für sich sein, für die Arbeit, für deine Sachen, für dein neues Leben, wie ich hier sehe und so weiter. Aber tatsächlich, und nochmals, wenn wir hier jetzt über einen Wassermann oder Zwilling reden, diese Person hat auch Optionen, ja. Es gibt hier eine Person, die auch noch Optionen hat. Deswegen hier, es gibt hier ein starkes Gefühl von irgendwie eine neue Situation, also was Neues. Man möchte was Neues. Man möchte nicht mehr das, was mit der Vergangenheit zu tun hat. Das möchte man hier nicht mehr. Zumindest in dieser Legung, gell? In dieser Legung möchte man nichts mehr, diese Menschen, was man hatte in der Vergangenheit. Diese Optionen kommen für mich nicht mehr in Frage in dieser Legung, ja. Ich bin für was Neues bereits. Ich bin tatsächlich für was Neues bereits. Nochmals, ich sehe mehrere Personen hier, mehrere Beteiligten oder wie auch immer. Und die Zeit nimmst du dir schon. Du nimmst dir die Zeit, um diese Entscheidung hier zu treffen. Wenn überhaupt du hier denkst, du willst hier eine Entscheidung treffen. Am Ende, ich würde mir halt einfach Zeit lassen. Das ist die Wahrheit mit dieser Karte. Ich würde nichts drängen und würde ich nicht. Genau. Wenn das hier jetzt auch für Arbeit für dich spricht, das gleiche, Krebs. Also treffe noch keine so richtige Entscheidung. Lasse dir Zeit, weil man merkt hier, es gibt hier noch ein bisschen Zweifel. Man ist noch nicht so sicher,
was man machen muss. Und die Karte der Gehängten sagt zu dir, lasse dir Zeit, denke nach, weil du bekommst eine Erleuchtung. Also die Erleuchtung bekommst du schon. Die Klarheit bekommst du hundertprozentig. Aber lass dir einfach Zeit, dränge nichts. Ja, das sagt dir diese Karte, auf jeden Fall. Krebs, das ist die Energie, die ich spüre. Und ich spüre die einfach so und so sage ich dir das einfach. Ja? Ich denke, die Energie zeigt sich ermächtigt für dich. Das denke ich. Ja? Also wir reden über eine starke Energie, was wir hier haben. Es ist eine sehr positive Energie. Aber und was ich wichtig finde, ist, wie du das auch nimmst. Also du nimmst ja tatsächlich die Zeit. Diese Reife ist bei dir schon da. Du möchtest schon die Veränderungen haben, aber du nimmst ja die Zeit und das ist perfekt so. Denn das Universum ist auf deiner Seite. Du bist nicht alleine und du wirst Hilfe bekommen. Ja, du wirst Hilfe bekommen. Von da aus lasse dir Zeit, dränge nichts. Ja, also wir haben es ja auch nicht eilig. Ja, man hat es nicht eilig. Menschen haben es immer so eilig für alles. Lasse dir einfach Zeit. Genieße diese Zeit, diese wunderschöne Zeit, die ich hier sehe für dich, diesen klaren Kopf, diese Klarheit, diese neue Situation in deinem Leben. Genieße das und natürlich und lasse dir Zeit mit einer wichtigen Entscheidung hier. Krebs, ich wünsche dir einen schönen Tag und bis bald. Dankeschön, Krebs. Tschüss.